Heute greife ich mal tief in die Trickkiste und dann schauen wir uns diese Geschwindigkeitsbeispiele an. Die haben ja einige Schwierigkeiten bereitet und jetzt schauen wir mal, ob das da besser wird. Die Formel kennen wir ja, S ist V mal T. Also Weg berechnet sich Geschwindigkeit mal Zeit. Das ist so. Und wir sehen das ja auch in unserem täglichen Leben, gell? Weil wie weit fahre ich? Da brauche ich nur schauen, wie schnell bin ich und wie lang fahre ich. Also als praktisches Beispiel. Wenn ich 40 km/h fahre und ich fahre eine Stunde, ist immer die Frage, wie weit komme ich da? 40 km pro Stunde mal einer Stunde ist gleich 40. Also die Strecke, die ich zurücklege, ist dann 40 Kilometer. Und mit dieser Formel spielen wir uns halt. Schauen wir es uns einmal an. Ich habe da tief in meinem Keller herumgegraben und habe ein paar Sachen entdeckt, die uns vielleicht da helfen. Darf ich vorstellen? Eines meiner Autos, die ich als Kind gehabt habe, das ist der Schnelle, das sieht man ihm schon an. Ein anderes Auto, das ist der Langsame. Und mit den beiden werden wir uns jetzt diese Geschwindigkeitsbeispiele mal anschauen. Beispiel Nummer 1. Da ist gestanden, der oder die langsam fahrende fährt los. Man sieht schon in der Zwischenzeit, der tut noch gar nichts. Und nach einer gewissen Zeit fährt der zweite schnellere los und holt den anderen irgendwann einmal ein. Das ist in dem Fall da. Und die Frage war, wann holt er den ein? Oder nach wie viel Kilometer holt er den ein? Naja, dann müssen wir uns diese Bewegung nochmal anschauen. Was passiert denn da? Jetzt sind sie aus dem Bild draußen. Es ist also da gefragt, wann treffen sie sich? Naja, wir sagen ganz einfach, da ist die Startlinie. Irgendwann einmal starten wir die Stoppuhr. Jetzt. Jetzt wissen wir also, der Langsame ist von da bis daher gefahren. Mit seiner Geschwindigkeit. VL für langsam. Und zwar für ganz eine bestimmte Zeit. T langsam. Meistens steht dann im Beispiel drinnen, nach einer Viertelstunde fährt der zweite los. Oder der zweite wartet so und so lang. Aber in dieser Viertelstunde ist der erste schon mal gefahren. Und jetzt geht es ja weiter. Jetzt fahren also beide gleichzeitig. Nur wir sehen schon, der Orange ist schneller. Zack, und da kommt es zum Überholen. So, das heißt, der Weiße ist jetzt noch ein Stück gefahren. Nämlich die Zeit, nämlich mit seiner langsamen Geschwindigkeit, deswegen V, langsam. Und der Zeitpunkt von dem Moment, wo er da vorher war, bis zum Treffpunkt, den nennen wir jetzt einfach T. Ich könnte natürlich auch schreiben X für unbekannt, gell? Und diese beiden Zeiten zusammen, vom Start bis daher, ist auch der zweite Wagen gefahren, gell? Das ist also genau gleich. Die Strecke ändert sich da überhaupt nicht. Aber wir wissen vom zweiten, dass er von Anfang an schneller gefahren ist, V für schnell, und zwar auch so lang, bis sie sich treffen. Diese unbekannte Zeit, gell? Der eine startet halt da und der andere ist inzwischen schon bis daher gefahren. Aber in dem Moment, wo beide fahren, fahren sie beide gleich lang. Und das ist das Geheimnis bei diesen Geschwindigkeitsbeispielen. Wenn wir da jetzt Zahlen einsetzen, wie zum Beispiel der langsame fährt von mir aus mit 80 km/h und zwar fährt der jetzt schon, sagen wir, 15 Minuten früher los.
Aber ich habe da gesagt, das da ist Kilometer pro Stunde. Also nutzt mir das nichts, wenn ich da 15 Minuten hinschreibe, die Einheit muss die gleiche sein. Also brauche ich die Zeit in Stunden. 15 Minuten, wie man so schön sagt, ist eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Das kann ich jetzt entweder als Bruch herschreiben oder, soll ich da zweite Zeile machen? Ich kann es genauso gut als 0,25 herschreiben. Das ist, wie gesagt, egal. So, und dann fährt er weiter. Er fährt mit seinen 80 km/h, das ist die langsame Geschwindigkeit, und zwar bis zum Treffpunkt. Der andere, dem sieht man die hohe Geschwindigkeit schon an, der fährt halt von mir aus 120 km/h. Aber auch von Anfang an 120 bis zum Treffpunkt. Und damit hat man jetzt schon gewonnen. Weil das Einzige, was jetzt unbekannt ist, wo habe ich da eine Farbe? Nehmen wir Rot. Das ist meine einzige Unbekannte. Alles andere kenne ich. Das sind alles nur Zahlen. Naja, dann machen wir genau das, was wir immer schon gemacht haben bei Gleichungen. Ihr könnt euch erinnern. Klammern auflösen. Na, sieht man es nicht. Klammern auflösen. Ist erledigt. Haben wir keine. Gleich und gleich gesellt sich gern. Naja, das sind jetzt nur auf der falschen Seite, gell? Ich könnte jetzt sagen, tun wir das Kleine da hinüber auf die andere Seite. Geht ja ganz leicht. Minus 80 unbekannte Zeit. Ich glaube, ich verschiebe das gleich ein bisschen da hinauf. Dann haben wir mehr Platz zum Schauen. So. Naja, auf der linken Seite vom ist gleich verschwindet das 80 mal tx. Das ist weg. Und 80 mal ein Viertel, das ist, ja, wollt ihr selber rechnen? 20. Schreibe ich das da direkt drunter. Weil 80 mal 1 und unten Eintel mal 4. Also 80 dividiert durch 4 ist 20. Ist gleich 120 mal tx minus 80 mal tx macht 40 mal tx. Hätten wir das auch erledigt. Wir wollen aber nicht 40 tx, sondern wir wollen 1 tx. Wir wollen ja wissen, wie groß die Zeit ist. Mal 40, also dividiert durch 40, weg ist es. 20 dividiert durch 40 ist gleich die unbekannte Zeit. Ja, jetzt können wir da alle Spielereien anwenden, die wir gelernt haben. Wir können durch 10 kürzen, indem wir einfach die Nullen streichen. Wir können 2 und 4 beide durch 2 kürzen. Dann steht da oben mal 1 und unten steht mal 2. Naja, 1/2. Jetzt kann ich also herschreiben. Ach, da ist mir das Licht im Weg, gell? 1/2 ist tx. Und wenn wir oben alles in Stunden gerechnet haben oder Kilometer, dann wissen wir auch, dass das Stunden sind. Also eine halbe Stunde. Die zwei können wir einfach umdrehen. Also tx. Die unbekannte Zeit ist jetzt eine halbe Stunde. Da macht man das kleine h. Oder es ist 30 Minuten. Oder es ist 0,5 Stunden. Ganz egal. Das alles ist das Ergebnis. Und ich glaube, ich verrate da nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Beispiele immer so funktionieren. Das war das Erste. Jetzt schauen wir uns das Zweite an. Wenn das jemand wissen möchte, was das ist. Ach, vielleicht steht es verkehrt. Wenn jetzt jemand wissen möchte, was das ist, ein Lamborghini. Und vielleicht fragt sich auch jemand, was das andere da ist. Natürlich verkehrt. Aber bis man sieht, ein Mercedes. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Schauen wir uns die Beispiele an.